Yo Leute, willkommen zurück bei Pokémon Herdgold Shiny Lock Edition. Beim letzten Mal haben wir gegen Melanie gewonnen, auch gegen andere. Aber es war auch schwer, habt ihr gesehen, Leute. Wir haben richtig schwierige Gegner gehabt. Die Pokémon waren richtig mega. Also die Alga, oh Gott, ey, oder Giratina. War das ein Giratina? Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber die Alga war richtig stark. Ich will jetzt auch keinen Scheiß labern jetzt. So, wir machen jetzt gleich weiter, aber ich merke gerade, dass ich Knackrack gar nichts gegeben habe, ne? So, was war das nochmal? Schafsklaue, Volltrefferquote. Wir geben den Schafsklaue, Leute. Oder haben wir Draco-Tafel? Bevor ich jetzt den Scheiße baue, ich muss mal richtig schauen. Wundersachen Machtlinse. Ja, wir haben auch voll viele Fossile, ne? Wir haben 2 Stück, glaube ich. Wurzelfossil haben wir. Hatten wir nicht noch ein Fossil? Nicht? Okay. Silberstaub macht, ja, Käfertacken. Gestein haben wir nicht. Ja, egal dann. Schafsklaue soll dann bleiben. Ja, ich dachte, ich habe Draco-Tafel gefunden oder so. Irgendwo. So, wer ist vorne? Kabukichi ist vorne. Ich werde den auch vorne lassen. Es kann dann weitergehen, Leute. Ich hoffe, die KP sind dann da. Ich will jetzt keinen Fehler machen, deswegen schaue ich mal richtig nach. Das Problem ist ja auch noch die Attacken, ne? Wie viel wir AP noch haben. 12, 8, okay, nicht so, haben wir nicht zu viel benutzt, aber ja, von Drachenstoß, wir haben Knackrack viel benutzt, Leute. Knackrack ist das stärkste Pokémon, glaube ich, von meinem ganzen Team. So, es kann weitergehen, Leute, sorry, dass ich jetzt 2 Minuten lang gelabert habe, aber jetzt kommt, glaube ich, der Champ, ne? Hier sind Tratinis. Kommt jetzt ja Siegfried. Ich habe dich erwartet, Pate. Ich wusste, dass dich deine Fähigkeiten eines Tages hier zu mir führen würde. Ich habe dir nichts zu sagen. Dieser Kampf allein wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, Siegfried, der Drachenprofi, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga, nehme deine Herausforderung an. Jetzt geht's los. Gegen Siegfried. Ich hoffe nicht, dass er auch legendäre Pokémon hat, Leute. Ich hoffe nicht. Okay, der fängt ein Venusaur-Liebes an. Und das Problem ist, wir sind ein Wasser-Pokémon. Dunkelnebel könnten wir einsetzen, aber das wird nichts machen, ne? Warum habe ich denen keine Eisattacken beigebracht? Ich Idiot. So, wir gehen direkt auf Devil und dann ballern wir eine Feuerattacke. Ein Feuerschlag wird reichen. Yo. Der letzte Kampf geht ja richtig ab, der Champ-Kampf. Okay, ausbringen. War schon noch ein krasser Move. Ich denke nicht, dass ich jetzt sterben werde. Oh, ich sterbe. So. Obwohl, Leute, sag ich ja bei jedem Part, wir sind... Wie viele Level sind wir höher gewesen und habt ihr den Angriff schon gesehen? Das war richtig krank. Rihornio, wir können direkt zurückwechseln zu Kabukichi und dann mit einer Kaskade den wegballern. Okay, zerstören. Ich glaube schon, Leute, dass das der finale Part ist. Also... sag ich mal so, dass das jetzt der finale Part ist, ne? Weil wir weiterspielen werden, habe ich das jetzt auch nicht erwähnt. Beim Intro habe ich ja nicht gesagt, dass das der finale Part ist. Deswegen. Aber ich werde trotzdem vielleicht Finale hinschreiben. Weil die Geschichte ist dann vorbei, die Story. Dann geht es ja dann weiter. Nebenstory ist das dann, glaube ich. Also das ist eigentlich ist das ja auch Story, ne?
aber für mich ist das schon Nebenstory, weil die erste Story ist dann beendet. Aber schaut mal die Angriffe, Leute. Hälfte der Angriff ist von mir weg. So, jetzt kommt Lasho King. Wir gehen auf Akku. Leute, keiner kann mir was sagen und sagen, ja, deine Pokémon sind overleveled. Und du hast den Liga voll mit Links hast du gewonnen. Schaut mal die Pokémon erstmal an. Dann, ne? Also keiner hat jetzt was gesagt, aber trotzdem, Leute. Schaut euch das mal an. Wenn mal jemand was sagen würde, das ist die Antwort. Yo, der ist fast Level 50. Krank. Wenn jetzt mein Pokémon wegstirbt, dann sag ich nichts dazu. Wow. War klar, dass der Top-Genesung einsetzt. Ich glaube, das ist dein stärkstes Pokémon, ne? Weil Level 50 habe ich ja nicht gesehen. Die hatten alle bis Level 47. So, nochmal. Und das war's mit dem. Mit Lasho King. Galagladi ist ein Psycho und ein Kampf-Pokémon. Mit Flug-Pokémon könnten wir es zerstören. Ne? Oder, ja, ist aber auch ein Psycho-Pokémon, ne? Sonst würde ich ja mit Nifa angreifen. Ich gehe auf Pampas. Wir vertrauen mal Pampas. Der hat sich immer noch nicht entwickelt, ey. Was für ein Scheiß. Das ist der letzte, ja, der Champ-Fight ist das ja. Der Champion-Fight. Deswegen, schade. So, auf jeden Fall fliegen. Der ist auch schneller als ich. Ja, Galagladi ist allgemein ein schnelles Pokémon, ne? Jetzt bin ich gespannt, ob der das aushält oder sterben wird. Gut. Trotzdem ist das schlecht, Leute. Das Schlechte ist ja, wir sind okay daneben. Ja, ich wollte schon sagen, meine Attacke daneben. Kann man erzählen. Das Schlechte, wir sind overlevelt und schaut euch das mal an, der hat mich fast weggehauen. Luxtra. Ja, wir gehen auf Breaker und dann hauen wir einen Schaufler. Boah, ich bin gespannt, was sein letztes Pokémon ist, ne? Ich hab schon Schiss, Leute, dass jetzt so ein legendäres Pokémon kommt, weil gegen Mewtwo haben wir auch gekämpft, ne? Das war auch krass, ey. Boah. Ja, Mewtwo haben wir schnell erledigt, aber trotzdem, Leute. Mewtwo kann man niemals unterschätzen. Altaria, ja. Drache gegen Drache und Flug. Ja, ich mach mit Breaker es zu Ende. Mit einem Drachenstoß, oh, Level 50. Drachenstoß müsste reichen. Drachenstoß hat mich noch nie enttäuscht jetzt, Leute. Obwohl 75% Trefferchance. Keiner wird das bei einem Herzlock einsetzen, Leute. Aber ich verrückten habe das gemacht. So, wir haben den Champ-Sieg. Es ist vorbei. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neues Champs, ja, miterlebe bestimmt, hat er geschrieben. Und wir haben viel Geld bekommen. Du bist stark geworden, Pater. Du bist wirklich sehr stark geworden. Deine Pokémon werden von deinem reinen und aufrichtigen Herzen angetrieben. So bittet ihr euch gegenseitig die Chance, einander zu wachsen. So, wer kommt denn jetzt? Professor Eich? Margret. Okay, oh nein, jetzt haben wir doch glatt alles verpasst. Wenn du nur nicht so langsam wärst, Professor Eich.
Oh, hallo, Pate, lange nicht gesehen. Du bist ja richtig erwachsen geworden. Ja, vom Wegen, ey. Als würde ich hier 1000 Jahre. Dein Sieg hier in der Pokémon-Liga ist eine wirklich fantastische Leistung. Dein Vertrauen und deine Hingabe haben dir auf dem Weg immer Kraft gespendet. Und das sind die Früchte deiner Arbeit. Aber auch deine Pokémon waren super. Ihr Glaube an ihren Trainer hat sie all das durchstehen lassen. Herzlichen Glückwunsch, Pate. Dankeschön, Professor Eich. Durfte ich den neuen Champ vielleicht um ein Interview bitten? Das wird mir langsam alles ein wenig zu laut hier. Pate, kommst du mal eben mit? Ja, natürlich. Halt, Moment mal. Was wird jetzt denn mit jetzt aus unserem Interview? Oh Mann, ey. So, wir haben jetzt geschafft. Aber natürlich geht es weiter, Leute. Ich will den Part jetzt auch nicht so kurz machen. All diesem Ort werden die Pokémon der Liga-Champs für alle Ewigkeit dafür geehrt, dass sie ihren Trainern in guten wie in heftigen Kämpfen zum Sieg verholfen haben. Heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs, der immer leidenschaftlich an seine Pokémon geglaubt und an sich selbst stets die höchsten Ansprüche gestellt hat. Komm nun, Pate, lass uns dich und dein Team hier verewigen. Ich wollte schon wegewigen sagen. Was anderes. So. Leute, wir haben es geschafft. Die Challenge ist eigentlich vorbei. Wir haben die Shiny Lock geschafft. Mit den Pokémon habe ich es geschafft. Pampas hat uns nie enttäuscht. Es hat einfach mitgemacht. Bis Ende fast. Aber wir haben den hier als Ei bekommen. Da Mifa weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie lange den wir haben. Electek dachte ich, dass er sterben wird. So wie Magma. Morlord, ja. Hat uns eigentlich auch nicht enttäuscht. Und Knaxel ist vor kurzem, hat der beigetreten, weil eigentlich habe ich den ja vorher gefangen, weil ich habe da bei dem ja getrickst, bei dem einen Ort da in dem Wald, und dann wurde es ja entwickelt zum Knackrack, habe ich ja entwickelt, genau, Steicheichenwald war das, nein, Steineichenwald, da habe ich es gefangen und da ist es, Leute, Champ der Pokémon Liga, Glückwunsch. Wie gesagt, Leute, ich habe noch ein Ho-Oh. Den könnte ich ja noch mitnehmen. Den legendären haben wir ja gefangen. Dann habe ich ja noch auch andere legendäre Pokémon. Die habe ich nicht bei der Liga benutzt, habt ihr gesehen. Also die Challenge war richtig schon eine Challenge, Leute. Ich habe nur Mifa als ein legendäres Pokémon. Und Mifa würde auch eigentlich wegsterben, aber wir haben ja immer gewechselt oder Tränke benutzt. Ich habe auch nicht so viel Tränke benutzt. Zum Glück. Ich dachte, meine Tränke würden nicht reichen. So, das sind die Credits, Leute. Ne? Also mein Fazit zu diesem Spiel. Es ist ja ein Remake, sozusagen. Ne? Das ist ein schöner Remake, Leute. Weil die Pokémon kommen ja mit bei der gelben Edition, bei Pokémon Pikachu war das, ne? Da kommen die nur der Pikachu kam ja mit. Von hinten. Ist ja immer mitgekommen. Von hinten, genau. Leute, da uns das ist unser Rivale gewesen, Gara. Ja, Leute, das ist wirklich ein schönes Spiel. Ich überlege. Eigentlich ist die Challenge jetzt vorbei. Wir werden jetzt ja die Nebenstory jetzt mitnehmen. Ich werde das auf jeden Fall dann mitmachen. Also spielen. Ich will noch zu Kanto. Da habe ich noch was zu erledigen, weil ich habe die erste Generation habe ich ja nicht geschafft, die Challenge. Wir hatten richtig Pech bei den Pokémon, egal was für ein Pokémon kam. Wir haben höchstens vielleicht 2 Pokémon gehabt, 2 Stück, die vielleicht gut waren, aber die sind trotzdem gestorben, wegen den IV-Werte. Ja, was soll ich denn sonst sagen, Leute? Auf jeden Fall habe ich vor, nach dem Spiel erstmal eine kurze Pause zu machen, dass wir dann nicht wieder Pokémon spielen, sondern was anderes. Aber wenn ich wieder anfange, Pokémon zu Let's Playen, will ich die ganz neue
Generation spielen, die 9. Generation. Das Problem ist, wir werden das nicht dann modden können, also eine Hack daraus erstellen, können wir dann nicht. Ich werde das Originalspiel spielen, also ich habe vor, Carmesi zu spielen, Pokémon Carmesi. Werdet ihr schon überrascht sein, Leute, das wird keine Shiny Lock, aber wir werden das so eine andere Lock machen, eine andere Challenge. Das werde ich euch dann erklären oder vielleicht mache ich das jetzt, ich weiß nicht. Ich überleg's mir. Ja. Jetzt muss ich auf jeden Fall warten. Oder ich kann eigentlich skippen, damit wir dann weitermachen können. Ich habe ja jetzt ein bisschen schon viel gelabert. Wegen meiner Challenge wird dir schon nicht so überreicht sein, Leute. Es ist auch nicht. Auf jeden Fall wird das ein Nuzlocke, Leute. Weil ich möchte eine Herausforderung. Ich will das Spiel jetzt nicht einfach mit Tode jetzt durchspielen. Hier habe ich das ja auch nicht so gemacht. Hier habe ich ja dreimal, also das wird ja auch in die Beschreibung gepackt. Ja, Ende, eigentlich. Ich habe das ja so gemacht, dass... Genau, jetzt kommt die Intro. Wie lange haben wir gespielt? Fast 30 Stunden. 8 Orden. Wo fangen wir an? Ja, wir sind zu Hause. So Leute, ich sag mal weiter, genau, ich möchte eine Herausforderung haben. Hier habe ich das ja auch nicht gemacht, nur bei Knackrack habe ich ja etwas gemacht. Oder bei der Safari-Zone, dass ich dann manche Pokémon dann abgegeben habe, dass ich das dreimal gemacht habe. Ja, mit dem Trick. Dreimal reicht schon, Leute, aber beim vierten Mal wollte ich das ja auch machen, dass ich da dieses Zapdos gesehen habe bei der Siegestraße. Da habe ich gesagt, nee, lieber nicht. So. Oh, hallo Pate. Professor Lind sagt, er habe irgendwas für dich. Okay. Wir gehen direkt zum Labor. Ja, Leute, wir werden uns das mal anschauen, wie ich das dann machen werde. Aber wir werden natürlich die neue Generation spielen. Ich werde rückwärts spielen. Ich werde erst die 9. Generation dann mit einem Nuzlocke durchspielen. Aber das Problem ist, es gibt immer ein Problem, Leute, bei einem Spiel. Das Problem ist, ja, ihr werdet es vielleicht, euch wird das gefallen, aber mir schon auch, dass das Spiel richtig sehr lang ist, Leute. Das ist eine große Overworld fast, Open World, besser gesagt. So, wir gehen erstmal zum Labor. Ich habe zu viel geredet. So, Professor Lind. Oh, hallo, Pate. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe schon auf dich erwartet. Oh Mann, Leute, scheiß drauf. Ich überlege gerade, was ich da machen soll mit deinem Challenge. Deswegen bin ich jetzt... Ja, habe ich einen Blackout bekommen. Egal. Ich habe dich heute zu mir gerufen, weil ich dir etwas geben möchte. Hier, das ist ein Bootsticket. Damit kannst du auch in Kanto auf Pokémon-Jagd gehen. Ja. Das Schnellboot für das dieses Ticket gültig ist, liegt im Hafen von Oliviana City. Genau, Leute, Oliviana City. Aber das weißt du ja wahrscheinlich besser als ich, Pate. Natürlich. Und du und dein Pokémon-Team, ihr seid schließlich schon viel zusammen gereist. Also dann, statt da überhaupt gereist, ich habe einfach gelesen. Wenn du nach Kanto gehst, grüße bitte Professor Eich von mir. Mach ich. So, wir haben den Bootsticket erhalten. Ich habe überhaupt einen PC. Ja, wir können die Pokémon heilen. Leute, ich habe so vor, das wird jetzt eine also das ist jetzt der finale Part, ne? Wir werden den kürzer machen. Ich werde erstmal... ich muss zum Pokémon-Liga, ne? Nein, zu Indigo Plateau, glaube ich. Genau, hier hin muss ich zur Siegestraße. Ich werde das so machen, Leute. Das ist der finale Part. Beim nächsten Mal kommt der spezielle Part. Da reisen wir nach Kanto und da werde ich eine Spezial-Challenge machen. Also, Shiny Lock ist ja immer noch weiter, ne? Muss dann stehen. Aber ich werde mir einen anderen Team
holen. Damit wir dann mit neuen Pokémon zum Kanto gehen. Also darf ich nicht? Wartet mal, warum? Leute, habe ich einen Fehler gemacht? Oliviana City, ne? Ah, ich Idioten. Ist das hier Oliviana City? Ja. Was mache ich da? So, auf jeden Fall. Wie gesagt, Leute, ich fange da bei jeder Route ein Pokémon, ne? Dann werden wir die Pokémon direkt wechseln, wenn wir den passenden haben, ne? Also den Ersatz. Dann werde ich die Pokémon direkt wechseln. Da ist Professor Eich. Dann geht der Challenge dann weiter, Leute. Ich will den Kanto, die 8 Orden werde ich mal auch noch schnappen. Und dann ist das Spiel dann vorbei. Weil dann haben wir dann Kanto auch erledigt, dann brauche ich die erste Generation nicht mehr zu spielen. Sag ich. Aber ich will noch eine erste Generation Let's Play noch machen. So. Oh, Pate. Also, irgendwie wirst du so langsam wirklich wie ein echter Champ. Und als Champ solltest du auch einen angemessenen Pokédex besitzen. Gib ihn mir doch bitte mal eben. Ich richte ihn für dich mit dem nationalen Modus aus. Der Pokédex von Pate wurde mit dem nationalen... Ja, ausgerüstet. Das hat schnell gedrückt, Leute. Ich habe manchmal gedrückt. Ich weiß, es ist nicht leicht, den nationalen Pokédex zu vervollständigen. Aber ich hoffe, du versuchst es trotzdem. Machen wir sowieso nicht, Leute. Wir machen nur die Nuzlocke-Challenge. Hoppla, schon so spät. Im Radiosender von Ducatia City wird gleich meine Sendung aufgezeichnet. Und du brichst nun endlich nach Kanto auf, nicht wahr? Ich habe dort einer Stadt namens Alabastia ein Forschungslabor. Komm doch mal vorbei und lass mich einen Blick auf deinen Pokédex werfen, wenn du in der Nähe bist. So, willkommen auf unserem Schnellboot, der MS Aqua. Hast du ein Ticket? Pate zeigt das Bootsticket. Super, du hast also ein Ticket. Wir legen bald ab, also beeil dich besser, na los, hasch. So, ich hoffe, dass wir hier nicht kämpfen müssen, Leute. Alles klar, du bist der letzte Passagier, der noch gefehlt hat. Ja, ihr habt auf mich gewartet. Wir könnten Ho-Ho eigentlich benutzen für Magma, Leute. Für den nächsten. Also für Kanto. Es ist auch gut, wenn wir... Was denn jetzt los, ey? Ich wollte kurz wieder was erzählen. Entschuldigung, ich bin in Eile. Ich bin auf der Suche nach meiner Enkelin. Sie ist verschwunden. Wenn du ein kleines Mädchen siehst, dann sag bitte Bescheid. Er muss jetzt dieses Mädchen suchen. Meine Fresse. Auf jeden Fall, Leute, ich überleg's mir wegen Ho-Ho. Vielleicht werde ich den einsetzen für Magma. Damit wir ein Pokémon dann haben, dass das unser Starter ist. So, hier ist die bestimmt nicht. Ich werde nur das Mädchen suchen, ich will nicht hier kämpfen, Leute. Warte, hier sind auch Räume. Ja, wie gesagt, Leute, ich werde vielleicht Ho-Ho, wie gesagt. Dass ich den als Starter dann benutze, dann so die Challenge dann anfange. Weil das ist eine andere Challenge, weil die Challenge haben wir schon geschafft. Mit der Challenge sind wir durch. Und... das Scheiße. Das Spiel, ne, ich will... Am liebsten würde ich aufhören. Aber auf Kanto habe ich schon auch Lust, Leute. Dann können wir auch neue Pokémon begegnen. Ja, wo ist dieses Mädchen, Mann? Ich suche die ganze Zeit. Ja, toll. Schaut euch das mal an, Leute. Nix. Irgendwo muss die sein. Oh Gott. Jetzt sagt mir die da drüben, wo dieser, wo dieser Typ steht. Was macht der denn auf dem Eimer da? Sollen wir die mal ansprechen? Der will bestimmt kämpfen, ne?
Komm, einen Kampf haben wir noch, Leute. Warum nicht? Schauen wir mal uns seine Pokémon an. Level 37. Ich kann das mal schnell machen. So, jetzt gehen wir auf Kaskade direkt. Kokowai. Wechseln wir auf Devil. Lektorball. Gehen wir auf Breaker. Altaria bleibe ich drinne. Drachenstoß. Torbutz bleibe ich drinne. Knirscher. So, das war's. Leute, warum habe ich das geskippt? War zu lange dauert. So, hier könnte die sein. Hey, du! Ja, dich meine ich. Könntest du mal nach meinem Kollegen suchen? Er ist abgehauen und faulenz irgendwo dieser Mügegänger. Okay, dieser Mügegänger? Was für ein Scheiß. Ich würde ihn ja selbst suchen, aber ich kann hier nicht weg. Mügegänger. Manchmal sieht hier wirklich die Worte, ne? Man denkt auch, hä? Der ist bestimmt hier gewesen, ne? Hä, das war der nicht. Oh man, war das jetzt hier? Da war doch irgendwo so ein Ort mit einem Bett. Oder war das hier? Alter. Da ist der, das ist der bestimmt. Was sagst du da? Ich soll eingeschlafen sein? Ha! So eine Frechheit. Kein Seemann, der etwas auf sich hält, würde zu einem Zeitpunkt seine Arbeit vernachlässigen und schlafen. Hör auf, mir etwas unterstellen zu wollen und kämpfe lieber mit mir. Oh Mann, wieso wollt ihr alle kämpfen, Mann? Kikli. Wir machen das wieder schnell, Leute. Weil das dauert mir viel zu lange. Tuska, das gleiche. Zorbiris. Blitzer. Diese Niederlage war augenöffnend. Ich gelobe, mich zu bessern und wie man es von mir erwartet zu arbeiten. Verpfeife mich bitte nicht beim Kapitän. Captain oder Kapitän ist das gleiche, Leute. So, und ich finde dieses Mädchen einfach nicht, ne? Ich glaube, die ist da drüben, ne? Schauen mal. Danke, ich habe mit ihm geredet. Er gelobt von jetzt an immer seine Arbeit zu machen. Da ist noch jemand gewesen. Da ist sie. Kapitän, spielst du mit mir? Mir ist langweilig, ich will spielen. Hä? Heißt das, du spielst mit mir und er nicht? Und nicht er, besser gesagt. Klasse, dann spielen wir zusammen Verstecken. Los, mach die Augen zu. Er will mich jetzt verarschen. Hammer. Danke, dass du für mich mit ihr spielst. Es mag vielleicht so aussehen, als ob ich untätig in der Gegend stehe, aber als Kapitän hat man wirklich viel zu tun. Unser niedlicher kleiner Passagier hat diesen Raum verlassen, aber irgendwo wirst du ihr Versteck schon finden. Sie muss irgendwo auf diesem Schiff sein. Ey, ich wette mit dir, die ist so irgendwo, hier in Abbaleimer oder sowas, ey. Boah, jetzt müssen wir die suchen, Leute. Deswegen wird der Part länger gehen, Leute, weil ich will die mir suchen. Ich will auf jeden Fall bei Kanto angekommen sein. Dann geht der Part dann weiter beim nächsten Mal, ne?
Dann beende ich das, ne? Spreche das nicht ab. Sag ich dann. Da ist die. Oh nein, du hast mich entdeckt. Na gut, dann gehe ich langsam mal zurück zu meinem Opa. So, ich weiß... Ah, da ist er schon. Hallo Opa, da bin ich wieder. Der Onkel hier und ich haben auf dem Schiff Verstecken gespielt. Empate war dein Name, oder? Vielen Dank, dass du meine Enkelin bei Laune gehalten hast. Weißt du was? Ich möchte dir etwas schenken. Hier, bitte nimm das. Metallmantel erhalten. Und wir sind angekommen. Die MS Aqua hat nun die Oriana City angelegt. Alter. Ey, das ist so nervig, ne, Leute? Schon wieder. Willst du mich jetzt verarschen, Spiel? Eigentlich. So. Die MS Aqua hat nun in Oriana City angelegt. Ja, ich weiß doch. Hab dir schon vorhin gesagt. So, da sind wir, Leute. Und ich sag schon mal, das war's mit dem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Beim nächsten Mal geht in Kanto dann weiter. Wie gesagt, das wird eine Spezial-Challenge. Da werden wir auch natürlich mit Shiny spielen. Aber ich werde natürlich erst direkt Ho-Oh holen. Und die anderen Pokémon werden in die Box gepackt. Die wir nie wieder benutzen können. Ist dann besser so. Weil dann ist die Challenge dann vorbei. So machen wir das. Das ist eine neue Challenge für uns. Dann können wir das Spiel weiterspielen. Ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's mit dem finalen Part, Leute. Ciao.